Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, es wird langsam dunkel und wir haben, soweit ich mich erinnern kann, nur noch eine Quest offen. Ich schaue nochmal eben nach. Genau, weil die nächste ist jetzt noch gesperrt hier für die gute Fee. Da brauchen wir Level 10. Und ich habe beide Kürbisfelder abgeerntet, habe aber erst Level 8, 8,5 irgendwie so die Ecke erreicht. Deswegen werde ich jetzt die Aufgabe von Dagobert machen. Was hat er denn hier? Einen schönen Tag noch. Das habe ich anscheinend schon geholt, aber ich meine... Freundlichen Dank. Stand da jetzt ernsthaft Vajana drauf? Das war doch eindeutig von Ariel, oder nicht? Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen und bis bald. Sei gegrüßt, Nachbar. So, die Teekanne brauche ich auf jeden Fall auch. So, ich muss jetzt aber erstmal mit dir reden. Diesen Boden habe ich definitiv noch nicht. Wenn ich mich richtig daran erinnere, was ich beim letzten Mal gesagt habe, dann sind ja die Sachen, die wir nicht gekauft haben, mit einem guten Punkt versehen. Schicker Rock. Einen schönen Tag noch. Naja, schick. Naja, nicht ganz so schick, aber sieht gar nicht so schlecht aus. Was ist denn mit den Haaren hier? Die sagen mir Sei auch gegrüßt, nichts. Nachbar. Offenbar habe ich die auch nicht. Freundlichen Dank. Und die nehmen wir auch mal Einen schönen Tag mit. Noch. Okay, die hatte ich Auf anscheinend Wiedersehen schon. Und bis bald. Wow, das habe ich definitiv noch nicht gesehen. Das sieht ja mega klasse aus. Freundlichen Dank. Mega. Das habe ich offenbar schon. Was ist denn Einen das? Einen schönen Tag noch. Von Vajana. Ja, gut. Da können wir mehr davon gebrauchen, wenn ich jetzt schon mal da dran bin. Und das hier müsste ich auch haben. Genau, da ist nämlich kein Punkt dran. Okay, dann, Entschuldigung, liebe Fee, reden wir jetzt erstmal mit Dagobert. Gameplayerin, gut, dass du da bist. Ich brauche deine Hilfe in einer möglicherweise übernatürlichen Angelegenheit. Ich habe das Traumschloss auf der Suche nach versteckten Räumen und Schatzkammern erkundet, als... Du lieber Himmel, ich glaube, ich habe ein Gespenst gesehen. Im Traumschloss spukt es? Ja, das ist möglich. Im Haus meiner Vorfahren Dackenburg gab es überall Geister und Erscheinungen. Aber dieses Gespenst sah anders aus als alle Geister, die ich bisher gesehen habe. Es flackerte und verschwand immer wieder. Da du ein Abenteurer wie ich bist, möchte ich eine zweite Meinung einholen. Könntest du zum Traumschloss gehen und nach dem Gespenst suchen? Das letzte Mal habe ich es ganz oben auf der Treppe neben dem Brunnen gesehen. Freundlichen okay. Dank. Okay, such das Gespenst. Machen wir doch gerne. Wenn wir denn rauskommen. Mal schauen. Jetzt wird es ja passend zum Thema heute ziemlich dunkel gerade hier in Dreamlight Valley, was anhand der späten Uhrzeit eigentlich auch so sein sollte, aber was man natürlich nicht unbedingt immer haben möchte. Ich habe die gute Fee dabei, sie wird mir den Rücken frei halten, wenn hier doch irgendetwas gruselig Magisches passiert. Hoffe ich zumindest, dass sie das tun wird. Ganz oben hat er gesagt, oder? Guck mal, ich hab's schon fast geahnt. Ich hab es fast geahnt. Da ist die Kleine ja. Danke für deinen Besuch. Ah ja. Endlich, jemand ist da. Moment, warte. Ich habe für diesen Moment geprobt. Sei gegrüßt. Ich bin Penelope von Schwedz, Prinzessin und Präsidentin von Sugar Rush sowie eine hervorragende Fahrerin von Slaughter Race. So, wer bist du? Und was ist das für ein verrückter, funkelnder Ort? Ich bin Gameplayerin. Und das ist Dreamlight Valley. Wie kommt es, dass du hier bist? Technisch gesehen bin ich nicht hier. Ich glaube, ich bin eigentlich nirgendwo oder überall. Das ist es ja. Ich weiß es nicht. Normalerweise habe ich meinen Glitch vollständig unter Kontrolle. Aber eines Tages, ping, bin ich auf dieses verrückte Netzwerk gestoßen, das ich noch nie gesehen habe. Jetzt stecke ich hier fest. Ich habe keine Kontrolle und ich weiß nicht warum. Magie und Technologie vertragen sich nicht immer. Vielleicht bringt die Dreamlight-Magie deinen Glitch durcheinander.
Eigentlich hätte ich mir denken können, dass ein Ort, der Dreamlight Alley heißt, mir Probleme mit Magie beschert. Es muss doch einen Weg geben, wie ich dir helfen kann. Hast du vielleicht so einen Dingsbums, in das man hineinredet und dann Fotos macht? Ich habe da nämlich eine Idee. Meinst du ein Handy? Ja, das ist es. In dem Netzwerk, in dem ich festsitze, werden eine Menge Fotos geteilt. Wenn du versuchen würdest, ein Foto zu machen und es im Netz zu verteilen, könnten wir vielleicht herausfinden, was es damit auf sich hat. Aber hey, verlass das Schloss und mach ein Foto von etwas Großartigem, ja? Zeig mir, was ich verpasse. Komm schon, zu diesem Gesicht kann man einfach nicht Nein sagen. Sieh nur, wie bezaubernd ich bin. Na los! Sieh zu, dass du verschwindest! Also ich wollte gerade sagen, also mal abgesehen davon, Dream Snaps. Auf einige optionale Aufgaben kannst du nur über unsere Funktion Dream Snaps zugreifen. Oh Gott, jetzt bringen die nicht auch noch diese kindlichen Snaps hier rein. Dream Snaps ist ein lustiger neuer Spielmodus, in dem du deine Kreativität zum Ausdruck bringen und exklusive Preise verdienen kannst. Dekoriere, mach ein Foto auf dein Handy und schick es ab. Das ist dein Kinderspiel. Oh je. Dream Snaps Anforderung. Die Anforderung für die Herausforderung findest du im Bereich des Dream Snaps des Menü Events. Ach so, das hat jetzt nur mit den Events zu tun. Das hat jetzt nichts mit dem Spiel selber zu tun. Du kannst die Anforderungen für die Herausforderung auch im Menümodus mit D einsehen oder im Menü der Garderobe oder Möbel, wenn der Dream Snaps Modus aktiviert ist. Okay. Ich drück mal D. Mit D passiert gar nichts. Okay, ich guck mal hier drüber. Bei Event hat's hier Dream Snaps Herausforderung. Starte deine Motoren. Woran erkenne ich jetzt, dass das eine Dream Snap Herausforderung ist? Ich muss fünfmal was Verspieltes fotografieren oder wie? Empfohlen ist etwas Modernes, Verspieltes. Und danach ist dann empfohlen von Ralf Reichts etwas Vertrautes oder wie? Klingt noch ein bisschen kompliziert, wenn ich jetzt ehrlich bin. Aber ich schätze, ich bin da auf einem guten Weg. Ob ich da jetzt wirklich Lust zu habe, bin ich ganz ehrlich, weiß ich nicht. Bisher sehe ich da jetzt nichts, was mich jetzt reizen würde an Herausforderungen, also sprich an dem, was man bekommen kann. Übrigens, unten links habe ich wieder dieses Shift-Zeichen und die Laufen, dieses Laufen daneben. Und ich kann immer noch nicht damit laufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas ist, was quasi geleakt wurde von mir, weil ich eine falsche Taste gedrückt habe oder sowas. Aber es funktioniert jedenfalls nicht. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich für eine Aufgabe habe. Nimm ein Foto mit den Anforderungen auf, die du im Menü des Dream Snaps findest. Toll, jetzt müssen wir das machen. Das ist aber doof. Also, von Ralf Reichts. Fünfmal was Vertrautes. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe, glaube ich, eine ganze Etage von Ralf Reichts ausgebaut. Ich hoffe, dass ich auch reingeschrieben habe, wo. Nein, ich kann es mir ja gar nicht ansehen. Ach du Schande. Hier oben habe... Ach, Moment. Oder kann ich das... Wie war das jetzt nochmal? Das Haus erweitern. Stitch-Schlafzimmer. Ach, das kann man hier drüber auch direkt machen. Das ist gut. Rapunzel, Wally, Eiskönigin. Da habe ich komischerweise gar nichts. Moment, da war doch gerade was. Ralfs Schlafzimmer, Etage 15. Okay. Dann, da ist es. Da seht ihr mal, was ich hier schon Tolles gemacht habe. Dann mache ich mal eben ein Selfie hiervon. Theoretischerweise sollte das ja was bringen. So. Jetzt ist die Frage, steht das schon drin? Steht aber nicht drin. Fünfmal was Vertrautes. Kann ich nicht fünfmal das Gleiche nehmen? Theoretisch. Man weiß es nicht. War das hier wirklich Ralf Reichts oder war das jetzt Rapunzel? Ich bin mir gerade nicht sicher. Weil das hier könnte tatsächlich Rapunzel gewesen sein.
Das ist aber definitiv, meine ich, Ralf Reichts. So. Das ist auf jeden Fall auch von Ralf Reichts. Also zweimal, wo ich es hundertprozentig weiß. So. Dann dreimal, das ist das Bett. Das ist, glaube ich, Vajana, oder nicht? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Schauen wir mal hier. Da habe ich noch gar nichts. Hatte ich nicht irgendwas von denen auf jeden Fall? Jetzt dürfen wir wieder suchen. Hier, das ist der normale Barhocker. Der zählt nämlich nicht dazu. Kann ich? Ah, Moment, das habe ich vorher noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ralf Reichts. Süßigkeitenbett. Ach so, doch, das ist doch von ihm hier. Dann haben wir noch den Donutstuhl. Chefschreibtisch. Oh Gott, Glasregal. Das ist auch alles von dem. Dann hängen wir das doch mal. Kann man das nicht tiefer hängen? Anscheinend nicht. Hängen wir das doch mal dahin. Tolle Preise. Weiß ich nicht. Stellen wir mal hier hin. Den Donutstuhl. Stellen wir mal mit hier hin. Das ist das Nachtlicht. Tresensitz. Okay, den Tresensitz, den könnten wir jetzt mit hier vorne so an den Tresen ranstellen. Freistehender Kamin. Ist das echt von Ralf Reichts? Kann ich den hier in die Ecke reinstellen? ja, offenbar ja. Okay, dann... Dann sollte man eigentlich genug haben, oder? Finde ich. Moment, ich nehme jetzt erstmal den Donutstuhl. Da machen wir noch ein Foto von. Oder muss man... Moment, ich bin gerade am Überlegen. Muss man nicht... Nee, hier muss man nichts. Das sind die normalen Sachen, ne? Weil ich habe hier nichts, wo Snap steht. Da steht ja eigentlich nur, dass man die Bilder machen soll. Aber ich habe hier auch keinen Fortschritt. Das wird jetzt doch ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Unter Event, da bin ich jetzt gerade. Dekoriere einen Bereich in deinem Tal mit Möbeln, die die erforderlichen Markierungen der Herausforderungen erhalten. Oder muss ich alle drauf machen? Das könnte natürlich sein. Moment, dann mache ich das mal so. Und... Nee. Hä? Ach nee, das war mit T, war das genau. So. Und dann mache ich das mit E. Zack. Und habe immer noch nichts bekommen. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen auf jeden Fall im Hintergrund... die davon sind. Aber entweder verstehe ich es tatsächlich nicht oder es darf eventuell, aber das wäre ja auch irgendwie Blödsinn, es darf eventuell nicht bei mir im Haus sein. Fände ich persönlich jetzt bescheuert, aber ja. Oder muss es modern und von Ralf Reicht sein? Wobei ich jetzt dazu sagen würde, das ist jetzt beides hier drin. Ich kann ja noch mal... Kann man hier auf modern auch stellen? Nee, doch, Moment. Modern kann ich aber gar nicht. Stil.
Andere kann ich auch nicht. Also Ralf Reichts kann ich machen. Als, aber es soll modern sein. Oder war das modern und verspielt? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Verspielt. Achso, doch hier unten. Modern. Ahaha. Okay. So. Und da hat er schon die Hälfte. Zählt er dann schon gar nicht mehr dazu, oder was? Das ist doch wieder bescheuert. Das heißt, das Bett, den Tisch. Ich müsste jetzt eigentlich ein komplett neues Zimmer davon machen, ne? Das ist doch doof. Da muss ich jetzt nochmal eben... Moment, das ist ja normalerweise mein Badezimmer, muss ich dazu sagen. Ich probiere das jetzt nochmal aus, so wie ich das jetzt eben hatte. Also, ich klicke auf Ralf Reichts, auf Verspielt und auf Modern. Und will es nicht zurücksetzen, sondern... Achso, hätte ich auch so machen können. So, ich könnte theoretisch 5-mal das Gleiche machen, oder? 1... Nee, wir machen das mal, wirklich so, dass das verschiedene Sachen sind, vorsichtshalber. 1, 2, 3, 4, 5. So. So, da mache ich hier so ein Bild, wo tatsächlich alles drauf ist. Muss mal... Ach! Dream Snaps anzeigen. Wie? Vertraut sind nur 3 davon. Willst du dich bei Dream Snaps anmelden? Also ich muss jetzt noch 2 Vertraute quasi da reinmachen. Dann hat er das... Ah, jetzt komme ich so langsam hinter dem Geheimnis. Okay, 2 vertraute Sachen brauche ich noch. Ralf Reichts. Und vertraut, nicht verspielt. Okay. Vertraut. Das ist zum Beispiel auch so ein vertrautes. So das. Und können wir da noch ein zweites einfach reinhauen oder geht das nicht? Das ist jetzt die große Frage. Ah, Gott, ist das nervig. So. Kamera, Bild machen, Dream Snaps. Ah, nee. Nee, nee, er will es nicht nehmen, wenn man ein Teil doppelt hat. Das ist doch scheiße. Jetzt mal ganz ehrlich. Oh Gott. Also wir brauchen nur eine vertraute Sache, die wir aber noch nicht drin haben. So. Bleibt mir nur noch der Gamertisch irgendwie so davor zu klatschen oder so. Ist natürlich alles ziemlich bescheuert, aber... Was tut man nicht alles, um quasi das perfekte Foto dafür zu kriegen? So, Foto machen, Dream Snaps. Einreichen. Ja. Was für ein Scheiß. Sorry. Dein Bild wurde richtig eingereicht und du hast 50 Pixelstaub erhalten. Für zukünftige Herausforderungen werden wir die Belohnung in dein Postfach schicken. Sehr schön. So, lass mich hier raus. Ich will mit dem Quatsch nichts zu tun haben. Sprich wieder mit ihr. Okay, aber ich will jetzt noch mal kurz gucken. Abstimmung? Ich will keine Abstimmung machen. Aktuelle Herausforderung? Nee, will ich auch nicht. Ja, dann könnt ihr mich mal... Ich lasse das jetzt einfach mal hier so stehen. Das kommt ja nicht weg. Achso, ich sollte aber vielleicht wieder umstellen. Oh Gott, war das jetzt ein Desaster. Naja gut, das ist halt eine neue Funktion, wo man nicht direkt weiß, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Und ja, warum bleibe ich jetzt eigentlich überall an jeder doofen kleinen Kante heute hängen? Oh Mann, das ist nicht mein Tag, das ist nicht mein Tag. Ich habe mich so darauf gefreut, dass ich sie freischalten kann. Also sprich, dass ich die erste Quest dann auch mit ihr machen kann und so. Und dann sowas. Och Mann. Ich bin wieder da. Du bist zurück. Um ehrlich zu sein, die Chancen dafür standen für mich bei 50 zu 50. Ich kam so schnell zurück, wie ich konnte. Oh, du bist eine echte Freundin. Danke.
Als du das Foto ins Netz gestellt hast, habe ich überall um dich herum diese pixeligen Staubbits gesehen. Als ich eines von ihnen berührte, war ich wieder stabil. Nur für eine Sekunde. Ich weiß schon, wo ich hingehe, wenn ich nicht hier bin. Ich bin in eine andere Dreamlight Valley gerutscht. Es gibt jede Menge Dreamlight Valleys und Träumer. Sie sind alle miteinander verbunden. Das ist das Netzwerk, in dem ich mich bewege. Das Valley-Versum existiert? Klar existiert das. Es ist eine große Sache. Ich habe jede Ecke davon gesehen. Jetzt, wo ich überall war, weiß ich, dass dein Tal das ist, in dem ich abhängen will. Ich brauche nur etwas, wie ich ankommen kann. Wie hat Timmy dieses Ding in Heroes Duty genannt? Ja. Oh ja, ein Leuchtfeuer. Mach mir ein Leuchtfeuer, dann kann ich aus dem Netz aufsteigen. Du weißt schon, etwas, das mich wirklich anspricht. Etwas, das sich wie ein Zuhause anfühlt. Oh, wenn ich sie dabei nicht ansehen muss, ist alles gut. Oh. Ich meine, ich habe sicher mal das ein oder andere Mal erwähnt, ich bin halt Migränepatientin und mein Kopf geht es heute sowieso nicht so gut. Und wenn ich dann dieses Geblitze und Geblinke die ganze Zeit sehe, oh, da werde ich wahnsinnig. Das ist genauso, wie wenn ich Teso aufnehmen muss, wenn ich Migräne habe. Da wird mein Kopf komplett wahnsinnig und ich habe jetzt keine Ahnung. Ach so, ich muss nur das Haus platzieren. Ach so, mehr muss ich gar nicht machen, na gut. Das sieht allerdings schon ein bisschen bunter aus. Wo soll ich das denn hinstellen? Ich könnte das rein theoretisch, auch wenn es da wahrscheinlich so gar nicht hinpasst, hier mitten in den Wald reintun, wo auch hier dieses bunte Haus schon steht. Aber naja, das passt halt. Es passt halt nirgendwo hin, ne? Das ist das Einzige, was so schokoladenmäßig ist. Ansonsten, hier ist ja eigentlich noch gar nichts. Dann würde ich fast sagen, dass wir hinten einfach mal alles so weit wegtun. Oder wieso kann ich den Felsen nicht wegtun? Och nee, Leute. Jetzt hapert das nicht ernsthaft daran, dass ich die Felsen und dieses blöde Ding hier nicht wegtun kann, ne? Könnt mich doch alle mal... So, Moment, dann gehe ich hier erstmal wieder raus. Dann muss ich mal schauen, warum das mal wieder nicht geht. Oh, hier ist noch eine Kiste. Die nehmen wir natürlich auch direkt mal kurz mit. Dankeschön. Ich sehe zwar hier gerade so gar nichts, aber Dankeschön. Nein, ich kann gerade nicht. Tut mir leid, Anna. Ach, da ist wieder eine Kiste. Hilfe, was ist denn heute los? Okay, das gucken wir uns natürlich mal eben schnell an. Rote Schlupfstiefel. Übrigens, die Kiste, die ich noch geöffnet habe, das habe ich leider offline gemacht, von diesen Space Rangers-Ding da. Also von Buzz Lightyear. Die, das kann ich auch so, ne? Die hatte tatsächlich irgendwie so ein paar Blumen mit drin. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, aber egal. So geht's auch, okay. So, das Problem ist, das kann ich nicht wegmachen. Und das nicht. Mal schauen, ob es denn trotzdem passt. Also, wenn wir das jetzt rüberziehen würden... Ach, ich kann es gar nicht einhaken, der will hier nicht... Ach, wie ich sowas hasse. Moment, das können wir aber jetzt rausnehmen und das kann ich auch rausnehmen und das auch. Zack. Ich kann es nicht weiter nach hinten machen, aber ich kann es so hinstellen. Okay, dann lassen wir es doch jetzt mal so. Dagobert Duck, wo bist du? Sei gegrüßt, ja. Nachbar. Das kleine Mädchen, das ich im Schloss gesehen habe, war also gar kein Geist. Dann sollten wir ihr am besten ein schönes Zuhause bauen. Genau, für 4000 erstmal. Penelope, nun, ich kann es kaum erwarten, das Mädchen ich persönlich kennenzulernen. Heißt es sie willkommen? Na toll, hänge ich jetzt hier im Haus drin oder was?
Tada! Ja, ich habe gerade schon ein Bild gemacht. Moment. Und hier erstmal zack. Und zack. So. Penelope! Sei gegrüßt, oh Freund. Nee, Vanellope, so. Ich bin da! Ho, di, ho, di, ho! Danke, Gameplayerin. Danke, danke, danke. Ja. Mein Glitch ist wieder unter Kontrolle und ich bin bereit, auf Entdeckungstour zu gehen. Man sieht sich. Glaube, Vertrauen und Pixelstaub ist beendet, wenn ich das richtig sehe, ne? Okay, ja, wunderbar. Ich habe keine Ahnung, ob das hier hinten jetzt so das Richtige ist. Ich reiß noch mal kurz dahin, weil das möchte ich dann doch noch in dieser Folge machen. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus, so im Wald, ne? Fehlt jetzt nur noch die Hexe dazu. Dann haben wir das Hexenhaus im Wald. Okay. Das sieht aber schon mal nicht schlecht aus. Hat auch einen coolen Teppich, beziehungsweise coole Teppiche. Ja. Also wenn ein bisschen too much, muss ich sagen. Aber finde ich auch gar nicht so schlecht. Ja, ich würde sagen, mit diesem Bild, das wir hier mal reingeschaut haben, würde ich dann noch erstmal die Folge beenden. Es tut mir leid, dass das jetzt hier so chaotisch gewesen ist. Aber wie gesagt, es ist eine komplett neue Funktion, die da eingeführt haben. Ich persönlich finde es nicht so prickelnd. Ich habe auch keine Lust, da irgendwo, ja, weiß ich nicht, immer auf der Suche nach irgendwelchen Sachen zu sein, die dann passen. Und man hat ja auch gesehen, man durfte nichts zweimal haben. Das war ehrlich gesagt auch ein bisschen nervig. Und ja, ich lasse es jetzt erstmal so oben stehen. Ich werde es sowieso wieder vergessen, wegzutun, weil ich muss gleich noch mein Kürbisfeld vergrößern. Und dann sage ich einfach mal, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ich gucke, dass ich gleich eventuell auch noch ein bisschen was höher kriege, indem ich ihr was schenke. Vorausgesetzt natürlich, dass wir die richtigen Sachen haben. Und dann hoffe ich mal, Also dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge entweder mit der guten alten Dame hier im Hintergrund weitermachen. Vielleicht bekomme ich sie bis dahin ja schon gelevelt. Das wäre ganz gut, weil dann könnten wir die Geschichte nämlich erstmal abschließen. Sollte ich sie bis dahin nicht gelevelt bekommen, dann kann es sein, dass wir mit, ich würde mal Penelope sagen, dass wir mit Vanellope weitermachen. Aber ich hoffe tatsächlich, dass wir die gute Fee bekommen, um mit ihr weitermachen zu können, weil, ja, wie gesagt, dann haben wir die Story erstmal abgeschlossen, dann habe ich das für mich innerlich auch abgehakt und dann könnte ich mich nämlich komplett mit den nächsten Folgen, inwiefern da jetzt noch welche kommen, ich weiß nicht, wie viele natürlich, um Vanellope kümmern. Ich weiß nicht, ob auch Ralf Reichts auch reinkommt. Ich habe nichts davon gehört. Vielleicht wisst ihr was Genaueres. Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Weil irgendwie im Moment kriege ich gar nichts mehr mit, weil ich sehr, sehr selten auf Twitter bin momentan. Und ja, einfach nicht die Zeit habe. Dann ist jetzt ab morgen noch hier ein Riesenradau, weil wieder mal Schützenfest ist. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwas gehört habt wegen Ralf Reichts, ob der auch noch kommt in naher Zukunft oder vielleicht hintendran schon kommt, viele haben es bestimmt auch schon gespielt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.